Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende. Morgen ist Silvester. Auf meinem YouTube-Kanal ist es ja eher ruhig geworden. Erst drei Ausgaben der Reihe Drehmomente gab es dieses Jahr bisher, die letzte davon im Sommer. Doch ebenfalls im Sommer durfte mein erster Roadmovie mit mir und etlichen Gästen im ausverkauften Kinole in Weilheim Premiere feiern. Dies sollte nicht die letzte öffentliche Aufführung von Nicht per Anhalter durch Großbritannien gewesen sein. Kein Wunder, dass da nicht mehr so viel Zeit übrig blieb für neue Filme. Oder etwa doch? Diese Folge der Reihe Drehmomente, die den Titel Ausblicke trägt, blickt in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Kowalski-Film. In meinem dreiwöchigen Sommerurlaub des Jahres 2018 reiste ich in die Schweiz und brachte ganz viel Bild- und Tonmaterial für mein nächstes Filmprojekt mit. Das Projekt startete in Deutschland bereits im Februar mit Ideenentwicklung und einigen Vordrehs. Der Name des Projekts lautet Schweizer Messer. Den späteren Filmtitel verrate ich heute noch nicht. Gegen Ende meiner zweiten Urlaubswoche unterstützte mich mein Kumpel Mike tatkräftig bei Film- und Tonaufnahmen. An Motiven fehlte es im Märklinland ganz bestimmt nicht. Die aktuellen Produktionsphasen meines Schweizfilmes finden hauptsächlich am Computer statt. Doch vom Computer brauchte ich zurzeit eher Erholung und suchte nach Abwechslung. Diese fand ich im Kino, welches an beiden Aufführungen meines Roadmovies ausverkauft war. Dort war zwischen den Feiertagen Aufräumen und Technikumbau angesagt. Ich widmete meine Aufmerksamkeit der Lautsprecheranlage, die es zu optimieren galt und die in den nächsten Monaten etwas aufgerüstet werden soll. Ich hatte beim Mitmachen großen Spaß und mit meinem Filmprojekt habe ich es ja eh nicht so eilig. 2020 peile ich für die Veröffentlichung an. Den jeweiligen Stand der Produktion gebe ich auf den Internetseiten von Kowalski Film bekannt. Unter Projekte und Filme findest du alle Infos zum aktuellen Projekt und zur Planung der Produktionsphasen. Aktuelle Aufführungen des Roadmovies findest du natürlich ebenfalls dort. Wenn der Schweizfilm erst 2020 fertig wird, was wird dann 2019 zu erwarten sein? Im kommenden Jahr will ich mich zwar hauptsächlich dem Filmprojekt widmen, aber dennoch versuchen, Zeit zu finden, den einen oder anderen Kurzfilm auf meinen Reisen zu erschaffen. Natur- und Landschaftsaufnahmen sollen dabei wie immer nicht zu kurz kommen. So wie heute, als ich ein wenig auf der Schwäbischen Alb unterwegs war, um neue Bild- und Ton-Hardware auszuprobieren. Die ersten Reisepläne schmieden sich auch bereits. So soll es im Juni eine Woche mit ein paar Freunden in die Ostalpen gehen. Vielleicht bringe ich von dort ja einen Kurzfilm mit, wer weiß.